Ja, hallo, mein lieber Mitch Buchanan Fanclub. Voll gut. Was war's? Knight Rider, MacGyver und Baywatch. Jeder, der mit den drei Serien aufgewachsen ist, weiß, wovon ich spreche. Genialste Kindheit ever. Aber um das soll es gar nicht gehen. Um was soll es denn gehen? Ich war heute einkaufen und zwar war ich heute im Decathlon einkaufen. Ich bin da nicht oft. Ich habe, glaube ich, vom Decathlon einen Klapptisch und der ist ganz gut. Aber ich kann euch nicht sagen, ob das wirklich was taugt, das Zeug vom Decathlon. Und da bin ich über zwei Messer gestolpert. Einmal über das feststehende von Solognac, das Sika 90 und noch über ein Zweihand. Messer, das zeige ich euch aber im nächsten Video. In dem Video möchte ich das Solognac Sika 90 auspacken. Wahrscheinlich gibt es da schon 10.000 Videos auf YouTube, aber da werde ich mich erst kundig machen, nachdem ich das ausgepackt habe. Und jeder, der wissen will, was halte ich denn von dem Messer, der ist herzlich eingeladen, sich das Video anzutun. Und mir bleibt wie vor jedem Video wieder einmal nur zu sagen, viel Spaß dabei. Ich werde diese Verpackung mit einer Schere öffnen. Warum? Aus dem einfachen Grund, ich habe gerade entdeckt, ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann. Hier steht, hier aufschneiden, dann hat man hier 20 Grad und das ist der Schleifwinkel. Und das soll man dann hier so quasi am Schleifstein ansetzen und dann hat man immer den perfekten Schleifwinkel. Das möchte ich auf alle Fälle ausprobieren. Voll gut. Ich schneide jetzt einfach mal auf. Im 20 Grad Winkel. Aha. Muss man erstmal durchkommen. Alter Schwede. Man hätte das auch im Nachhinein erst runterschneiden können, gell? Fällt mir jetzt gerade so ein. Aber was soll's? Ja, jetzt machen wir das Ding mal auf. Ja, man hätte es auch wirklich nachher erst runterschneiden können. Machen wir mal erstmal die Scheide raus. Okay, ist eine ganz normale Nylonscheide. Nichts Besonderes. Hier mit so einem Clip, molletauglich oder für den Gürtel. Passt. Und dann kommen wir mal zum Messer. Ah ja. Schönes Gewicht. Gummierter Griff. Fühlt sich erstmal sehr wertig an. Kann man jetzt mal nix sagen. Bei den Shiner. Shiner. Okay, also der Griff fühlt sich echt gut an, liegt gut in der Hand. Scharf ist es auch. So, passt. Hier eine Mulde für den Finger. Bisschen klein, aber geht. Geht. Für meine Finger geht's. Hinten ein Chimping, fühlt sich jetzt nicht unangenehm an. Ja, es ist sehr griffig, also das muss ich jetzt schon mal zugeben. Es ist wirklich sehr griffig. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den technischen Daten. Das Messer hat eine Gesamtlänge von 22 cm, wobei die Klingenlänge 9 cm beträgt und die Grifflänge wird mit 12 cm angegeben, wobei rein rechnerisch müsste der Griff eigentlich 13 cm lang sein, aber was weiß ich schon von Mathematik. Die Klingenstärke beträgt 3 mm und das Gewicht liegt bei ungefähr 180 Gramm. Die Klinge besteht aus einem 5CR15 Stahl. Ich habe da vorher mal ein bisschen was nachgelesen. Das ist anscheinend so ein Mittelklasse-Stahl, der hauptsächlich bei asiatischen Messern verbaut wird. Und der Griff besteht aus einem synthetischen Gummi. So steht es auf alle Fälle drin. Das war es auch schon mit den technischen Daten.
Mein erster Eindruck von dem Messer, es ist sauber verarbeitet, aber es reiht sich wahrscheinlich in die Kategorie ein, jedes Messer ist besser als kein Messer, natürlich. Ist ja auch logisch. Was mir wirklich sehr gut gefällt, ist der gummierte Griff. Das Messer klebt direkt in den Händen. Es ist auch nirgendwo kantig, es ist alles schön entgratet worden, bis auf das Chimping. Da haben sie ein bisschen geschludert. Es tut jetzt nicht irgendwie weh oder ist nicht unangenehm, aber man merkt es, wenn man da drüber streicht, dass da nicht so sauber gearbeitet wurde. Die Griffschalen sind an der Fulltank-Konstruktion mit ganz normalen Schlitzschrauben befestigt. Die Schrauben schauen auch ein bisschen raus, aber auch hier muss ich sagen, so vom ersten Anfassen her merkt man das überhaupt nicht. Was mir nicht so gut gefällt, ist hier diese Ausnahme hier unten für den Finger. Mir wäre es lieber, die Klinge würde komplett durchgehen, aber das ist nur meine Meinung. Kann jeder sehen, wie er will. Und was mir auch nicht so gut gefällt, sind diese orangen Einlagen hier. Aber dafür findet man das Messer im Wald einfach besser. Obwohl mich das Orange schon sehr an ein anderes Messer oder an eine andere Messerserie erinnert. Ich nenne hier keinen Namen. Ich weiß auch nicht, ob das extra so gemacht wurde, ob das gewollt war, dass das so eine Anlehnung ist. Aber ansonsten ordentlich verarbeitet. Scharf war es auch, griffig ist es. Fühlt sich nicht an wie ein Spielzeug. Das Einzige, was meine Euphorie etwas schmälert, ist die Scheide. Ich finde, da hat man halt wieder gespart. Aber ich meine, sie tut ihren Job. Es ist noch so eine Kunststoffeinlage da drin. Wahrscheinlich habe ich sie jetzt gar nicht erwischt. Das Messer sitzt auch fest drin, aber die Scheide ist... Ich mag diese Nylonscheiden halt einfach nicht. Das ist halt einfach so bei mir. Ich muss mit dem Messer rausgehen. Ich muss mit dem Messer draußen arbeiten. Da werde ich euch natürlich mitnehmen und dann werden wir sehen, ob dieses Messer in dieser Preiskategorie, ich glaube, ich habe 16 Euro dafür bezahlt, ob dieses Messer in dieser Preiskategorie was kann oder ob es nichts kann. Ja, aber das war es schon wieder von mir und von meinem kleinen Vorstellvideo von dem Solognac. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ist ja auch egal. Leute, geht raus, nehmt eure Kinder. Ihr wisst, eure Kinder haben es verdient, öfters von euch mit rausgenommen zu werden. Aber bitte, treibt es nicht zu wild, sagt Nature Child.